Es gibt Gründe, warum ich Fallout New Vegas nicht für den besten Fallout-Teil halte. Aber dafür werde ich jetzt wahrscheinlich dann auch wieder gelyncht werden. Ich glaube, es gibt für mich tatsächlich gar keinen. Was habe ich hier jetzt mit rausgenommen? Na egal. Gar keinen besten Fallout-Teil. Es gibt einfach nur Fallout-Teile, die das eine besser machen und Fallout-Teile, die das andere besser machen. Fallout New Vegas ist zum Beispiel der unbestrittene Sieger, wenn es um Rollenspielelemente geht. Also, wie man sich als Charakter verhält. Nicht den Charakterbaum in, sprich Perks und so weiter, sondern wie man halt, ne, wie man sich halt selber darstellt. Die Möglichkeiten, wie man Dinge unterschiedlich lösen kann. Da ist New Vegas wirklich der unbestrittene Sieger. Definitiv. Und ich glaube, deshalb wird auch New Vegas hauptsächlich als bester New Vegas-Teil bezeichnet, weil ich meine, das ist das, was man im Rollenspiel erwartet, ne? Rezept, Wissenschaftsfertigkeitenbuch. Okay. Ich meine, es ist ein Rollenspiel, weswegen spielt man sowas sonst? Ach ja, zum Beispiel jemand wie ich, der halt hauptsächlich aufs Erkunden aus ist und sich bessere Ausrüstung zusammensuchen möchte. Das beste Upgrade-System? Ja, für Singleplayer Fallout 4, für Multiplayer und verschiedene Builds Fallout 76 tatsächlich, weil ich dieses Kartensystem mag. Aber da muss ich auch sagen, bin ich auch ein Freund von, wie zum Beispiel in Payday 2, wenn man mit dem Level höher kommt oder höher geht, kriegt man mehr Fertigkeitenpunkte. Ich glaube, zum Ende hin 120. Und dann hat man einen Fertigkeitensbaum, wo zum Beispiel die unterste Fertigkeit nur einen Punkt kostet, um die freizuschalten. Die hat dann noch einen zweiten Effekt. Ja, die hat einen zweiten Effekt, entweder ein komplett anderer oder ein verstärkter von dem Ausgangseffekt. Und das kostet dann 3 Punkte, nochmal obendrauf zusätzlich. Also kann man für diesen einen Perk schon mal 4 benutzen. Dann gibt es natürlich verschiedene Fertigkeitsbäume. Und wenn man den Perk oben, überhalb dieses, nehmen möchte. Was? What the fuck? Wie viel Leben. Ich bin bei vollem Leben, ne? Okay. Ich rede gleich weiter, damit ich jetzt gerade ein bisschen konzentrierter bleiben kann. Waren wir hier schon drin, ne? Aber hier habe ich alles raus, ja. Also da muss ich gleich rein in 103. Ich rede gleich weiter, um das Prinzip zu erklären. Oh Gott, ich bin nicht schnell genug. An was war das jetzt eine Referenz? Der hat mich in einem Schlag weggehauen. Stripe. Gap? Gap? Stripe, Gap? Gap, Stripe? Gabe. Okay. Das war ungewöhnlich. Naja. Zurück zur Dingenserklärung. Es sind halt verschiedene Bäume und alle sind so aufgebaut. Ich glaube, es gibt 15 verschiedene Bäume.
Alle sind so aufgebaut. Unten ist ein Skill, dann ist darüber zwei Skills, darüber nochmal zwei Skills und darüber nochmal ein Skill. Den untersten kann man immer sofort einen freischalten mit einem Punkt. Um die beiden darüber freizuschalten, damit man die auch benutzen kann, die jeweils. Huch, das wollte ich nicht. Ach nee, so. Die jeweils zwei Punkte kosten, muss man in dem gesamten Baum erstmal mindestens einen Punkt investiert haben. Also muss man den untersten nehmen. Ja, schwer. Okay. Man muss die beiden Skills darüber kosten jeweils drei Punkte und brauchen dann, ich glaube, auch drei Punkte zum Freischalten. Also muss man mindestens drei Punkte in diesen Baum investiert haben. Ach ja, und natürlich kann man die beiden, ja, die jeweils zwei Punkte kosten, nochmal verbessern. Das kostet dann vier Punkte. Dann das darüber, die drei Punkte kosten. Die kann man auch nochmal besser verbessern. Kosten dann sechs Punkte. Und dann gibt es halt den Hauptskill, der ganz oben ist. Und um den freizuschalten, muss man ganze 16 Punkte investieren. Das heißt, man kann nicht einfach den besten Skill nehmen, ohne vorher unten schon was investiert zu haben. Und Medizinfertigkeit hoch. Hatten wir das nicht eben schon? Moment, einen Augenblick. Gigantische. Dieses Holoband enthält eine Audioprobe mit dem Titel Angriff der gigantischen Taranteln. Sie kann benutzt werden, um die Schallemitterwaffe bei der Jukebox zu specken. Okay. Dieses Holoband erhält das Funktionsprofil für den Beckenroboterassistent Buchklappe. Dieses Holoband erhält ein Werkbankrezept, das es ermöglicht, ein Wissenschaftsfertigkeitsbuch herzustellen. Medizin. Ah, Wissenschaft und Medizin. Okay. Na klar. Naja, und das ist dann halt auch ein guter Skill, der dann vier Punkte kostet, wo man dann vorher erst 16 Punkte rein investieren muss in den Baum. Und den dann nochmal zu verbessern, kostet dann nochmal 8 Punkte. Das ist allein ein Baum. Man hat halt maximal 120 und hat hier schon ordentlich was investiert für einen Skill. Das Schöne ist aber, man kann dann auch die Skillpunkte wieder wegnehmen und einen ganz anderen Baum kaufen. Hat man hier einen Vorlotten Perk genommen, kann man das nicht einfach wieder gegen ein anderes austauschen. Und in Fallout 4 ist es deshalb gut für ein Solo-Play, wenn man irgendwann alles freischalten kann, aber es muss nicht sein. Da ist nämlich in Fallout 76, macht das auch noch ganz gut, weil das auch wieder auf dieses Bild, diese Builds auf, ja, aufbaut. Mit dem Hochleveln schaltet man mehr Punkte frei, das heißt, man kann mehr von diesen Karten nehmen. Zum Beispiel eine Karte, die man sich in den Baum dann holt, die kostet dann, ja, was kostet die dann? Ach ja, genau. Die bringt dann zum Beispiel einem ein, warte, wie war das denn nochmal? Eine Karte, die dann zum Beispiel bringt, dass man mehr tragen kann, kostet dann zum Beispiel, oder es kostet nicht, es bringt sogar noch eine Stärke. Aber wir kennen ja Fallout, die Special-Punkte sind mit maximal 10 belastet. Das heißt, man kann nicht so viele Stärkekarten aufeinander türmen, wie man möchte. Man muss dann halt, das geht dann halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, man muss sich aussuchen, welche Stärkeattribute möchte ich. Und das gilt natürlich auch für die anderen Special-Stats. Und man kann maximal, glaube ich, nur 50 oder 56 Punkte zusammensuchen, sodass man maximal zusammengerechnet 56 Special-Punkte hat. Das heißt, man muss es sich aussuchen, welche Sachen nehme ich. Das kann man dann natürlich auch wieder schön ändern. Hier haben wir eine Menge Funkgeräte. Und durchsuchen. Aber man kann halt alle Karten sammeln und dann verschiedene Builds ausprobieren. Und das finde ich halt sehr viel besser, solche Systeme, also insgesamt solche Systeme. Warframe hat auch noch so ein ähnliches. Wie gesagt, Payday, was ich so gut finde, Payday 2. Weil man halt durchgängig was anderes ausprobieren kann. Man hat einfach eine Ressource, wie gesagt, Fertigkeitspunkte oder eine bestimmte Anzahl an Karten, wie in Fallout 76. Und kann dann halt mal durchprobieren. Die kann man dann auch noch verbessern.
Opernsänger, Audioprobe. Dieses Holoband enthält eine Audioprobe mit dem Titel Opernsänger. Sie kann benutzt werden, um die Schallemitterwaffe bei der Jukebox des Batmans zu modifizieren. Okay. Verschlossen schwer. Probieren wir mal. Naja, und solche Upgrade-Systeme favorisiere ich halt hauptsächlich, weil man legt sich nicht auf was fest. Man kann es durchgängig, man kann durchgängig was anderes noch ausprobieren. Andere Builds, ne, sich, klappt das zusammen, klappt dies zusammen. Bei den Fallout-Teilen, die Upgrade-Systeme, das funktioniert so einfach nicht und, ne? Und ich habe ja jetzt während des Durchlaufs hier schon wieder gemerkt, das kleine Dokument, was ich mir da mache, ist ja jetzt schon wieder zur Hälfte nutzlos, weil ich jetzt von den Skills abweiche, die ich mir eigentlich zusammengesucht habe. Einfach weil ich gemerkt habe, dass andere nötiger sind und besser funktionieren und andere wiederum nicht. Es ist halt, ja. Ne? Beckenprojekt, Jukebox. Dieses Holoband enthält das Funktionsprofil für den Becken-Roboter-Assistenten Jukebox. Okay. Deshalb war ich auch... Zack. Dieses System, sobald du dich auf Punkte festlegst, sind sie investiert und es kann nicht wieder sein. Man kann es nicht umändern. Und dann gibt es natürlich jetzt die große, das große Gegenargument, was mir jetzt wahrscheinlich seit knapp 15 Minuten ins Ohr, oder was man mir gerne seit 15 Minuten ins Ohr brüllen möchte. Aber das ist doch ein schöner Wiederspielwert. Eben weil du es nicht ändern kannst, dann kannst du nächstes Mal was anderes ausprobieren. Das klappt für Leute, die jahrelang, wochenlang immer genau das gleiche Spiel spielen können. Das können viele nicht. Das klappt bei einigen einfach nicht. Und ich bin da einer von. Ich brauche halt Abwechslung. Warum ich jetzt über ein Jahr lang Fallout 3 aufnehmen konnte und jetzt wahrscheinlich über ein Jahr lang Fallout New Vegas aufnehmen kann, ist der Grund, weil ich das vielleicht jetzt ein oder zweimal pro Monat, pro Woche für knapp 2 Stunden spiele. Das spiele ich nicht viel, aber wenn ich privat was spiele, dann spiele ich das halt auch, ne, ein bisschen mehr. Und dann brauche ich halt auch wieder Abwechslung. Und irgendwas muss ich ja jetzt übersehen haben, weil, also hier drinne, ich bin gerade wieder zurück im Spiel, weil irgendwie habe ich ja anscheinend das Dingens übersehen, meine Aufgabe. Ich habe da absichtlich nicht drauf geachtet. Ist also doch hier vorne. Gabes Schlüssel. Ich habe das nur für einen Napf gehalten. Oh, wir können hier sogar rein. Naja. Ja, für mich ist das kein Wiederspielwert. Für mich ist das dann... Oder ich fände sowas einfach nur nervig. Ich hätte jetzt gedacht, Gabes Schlüssel würde uns helfen, in die eine Tür hier zu kommen. War die hier? Die sehr schwer zu öffnende. Nein. Nee. So. Wir brauchen das eine Buch. Warte. Artilöwe? Ne, das war Sprache. Wir brauchen Dietrich. Ich weiß nicht, sehr schwer dürften wir hier schon sein. Mhm.
Auf jeden Fall eine Menge Käfige. Mit Blut dran und sie sind alle leer. Also hier wurden definitiv Experimente mit irgendwas oder irgendwem. Hundefell, na toll. Oder hat hier jemand Gabe, der eigentlich ein Hund war, in eine Todeskralle verwandelt und umgebaut? Und dafür wurden halt verschiedene Tierchen benötigt. Denn wirklich Loot ist hier nicht drin. Ein Ripper. Ripper? Ah, würde ich so gerne mitnehmen. Aber das ist wieder nur die normale Variante. Und ansonsten ist hier ja nichts groß. Es ist mehr nur... Ne? Oder ist da oben was drin? Nee. Da ist auch nichts drin. Vielleicht werden wir wegen was anderem nochmal hier runterkommen müssen. Naja. Jetzt ist es nur leider wieder dunkel. Ich warte mal wieder. Naja. Schlussendlich, aber um nochmal abzuschließen... Nur weil ich es besser finde, heißt es nicht, dass es ein besseres System ist. Es ist einfach nur, warum ich diese Systeme oder Upgrade-Systeme, wie auch immer, warum ich die besser finde, ne? Und nicht jemand anders. Es gibt ja Leute, die sich in Fallout 4 wieder dieses Upgrade-System mit den Punkten, genau, das habe ich, glaube ich, eben angesprochen, habe es aber nicht richtig beendet. Das hier. Haben sie sich ja auch wieder hinzugefügt und das Perk-System anstatt das, was Fallout so hatte, wo man nach und nach alles freischalten konnte, was ich tatsächlich auch wieder selber besser finde. Weil bis man ein hohes Level erreicht hat, um sich alles freizuschalten, hat man ja schon den ganzen Content gemacht. Da muss man ja eh wieder einen neuen Spieldurchlauf anfangen. Oder lädt sich so viele Mods runter, die so viel einfügen, dass man halt was machen kann, ne? Je nachdem. Ja, hier Punkte einfach wegnehmen und zu was anderem wieder hin... Ich kann mir vorstellen, wie man das exploiten kann. Wenn man reparieren braucht, macht man gerade halt reparieren auf 100. Und wenn man es halt wieder wegmacht, kann man es, also wenn man es nicht braucht, kann man es halt wieder wegmachen und dann auf was anderes machen. Auf Schusswaffen und so weiter. Also mir fällt schon auf, wie man das exploiten könnte. Aber, ja. Wie gesagt, das System so ist es nicht meins. Wo gehen wir jetzt hin? Da unten war... Moment, was? Der beste Freund des Hirns. Versuchen Sie, mehr Beweise für Gabe in X8 zu finden. Da müssen wir ja so oder so nochmal hin. Alle meine Freunde haben einen Ausschalter. Finden Sie die Module für das Becken. Sind da oben, ja. X2. Nein, X2. Das war hier unten, ne? Genau, dann gehen wir da jetzt auch als nächstes hin. Ich habe eine Menge 45er Munition verbraucht an Gabe. Ich hoffe, man musste den töten. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts falsch gemacht. Halt, Waffen. Ah, ein benutztes Asset aus Fallout 3. Diese Türme, die war relativ zu Ende. Und X13 und X2 sind Ihr Ziel, nicht Lobotomit. Können Sie uns hören? Sie müssen sich beeilen. Ich hoffe, da läuft jetzt nicht irgendwie eine Uhr im Hintergrund. Es gibt ja so Spiele, es sind glaube ich nicht viele, wo so im Hintergrund eine Zeit läuft, die dann etwas... Okay, das lassen wir. Ich würde es zwar gerne... Hey, 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 ich bin noch wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Ich hab's nicht verlassen. Ich habe keine Lust, wieder zum Becken
teleportiert zu werden, sodass man den ganzen Weg hier nochmal gehen darf. Probiere ich vielleicht ein anderes Mal aus. Ach, das sind die Dinger. Die Satellitenschüsseln. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Ich wollte mir doch nur angucken, was da vorne so ist.